In der Erftstraße in Gießenkirchen pflegt man eine gute Nachbarschaft. Doch hier stehen keine Familienhäuser, denn die Straße liegt mitten in einem Gewerbegebiet. Ein Areal, das in den letzten 7 Jahren stark gewachsen ist. 2014 ging auch das letzte Grundstück weg. Also wir haben im Endeffekt jetzt etwa 200 Arbeitsplätze auf der Fläche. Das ist mehr, als hier vorher zuletzt gearbeitet haben. Insofern war das eine sehr positive Entwicklung, auch aus Sicht der Stadt Mönchengladbach. Es sind typische Mönchengladbacher Firmen, typischer Mittelstand, sehr dynamisch, sehr gut wachsend. Insofern macht das sehr viel Spaß. 33.000 Quadratmeter ist dieses Gebiet groß. Die Geschäftsführer der Unternehmen sind sehr glücklich über diesen Standort. Was sie über die Lage hinaus besonders schätzen, ist die tolle Gemeinschaft. Also wir helfen uns gegenseitig. Der eine kriegt mal einen Stapler vom anderen geliehen. Ich lagere für ITZ zum Beispiel Sachen ein. Ist einfach wirklich freundschaftlich. Man kann also wirklich bei Problemen mit dieser Nachbarschaft rechnen und man wird nicht enttäuscht. Die nächste Idee, die wir mal angedacht haben, ist mal gemeinsames Grillen, mal so Fässchen Bier zu besorgen, Grill raus und dann einfach hier so auf der Straße mal sich abends zu treffen. In Gießenkirchen sind keine großen Namen zu Hause. Hier sind eher mittelständische Unternehmen angesiedelt. Für solche wird Mönchengladbach weiterhin Platz brauchen. Die letzten freien Gebiete sind dafür in Hart, Wickrath und Rheindahlen.